Hallo ihr Lieben, ich war heute noch mal unterwegs gewesen und habe noch mal eingekauft bei Action und Teddy. Ich war auch bei Hornbach gewesen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal so der Reihe nach. Und ja, fangen wir an. Ich habe einmal hier diese Sticky Notes mitgenommen von Teddy. 1 Euro. Dann so Glitzerdosen. Das ist jetzt so in diesen Farben. So mehr so ein. Ja, so ein Grau-Goldtöne, weiß. Das kam jetzt auch 2,50 €. Dann nochmal in anderen Farben. Auch Gold und Silber mit dabei. Rot, Grün, Blau. So ein schönes Pink. Ist das ein schönes, richtiges, kräftiges Pink? Auch 2,50 €. So, und zwei dieser hübschen Perlen. Zwei Tüten kosten 1 Euro. Es geht auf Halloween zu. Dann durften diese Nagelsticker nicht fehlen. Die kosten auch alle 1 Euro. So. Ich komme schon wieder. Dann haben wir hier dieses Washi-Tape geholt. Das erkennen, was das ist. Und Blätter so dschungelartig, sag ich mal. Ne? Auch 1 Euro. Dann zwei Packen dieser Strasssteinchen. In diesem Pink. Kosten ebenfalls 1 Euro. Ein bisschen raussuchen hier. Nicht alles sortiert. So, drei Tüten von diesen Hexenbesen. Das sind auch 1 Euro. Dann habe ich mir noch hier diesen kleinen Designblock bei Teddy mitgenommen. Mein Durchgehen. So, sind immer jeweils 4 Blätter von mit drin. So. So schön pastellig alles. Dann haben wir hier mal mit Hibiskusblüten oder Kirschblüten, wo ich mehr sage Hibiskus. Dann dieses. Das hier. Dann dieses bunte. Zum Schluss dieses. Kann man das erkennen? Hier unten. Schön mit den Rosen. Also der Block, den finde ich richtig schön. Habe ich auch nur einmal gesehen, leider. Sonst hätte ich mir den vielleicht auch zweimal mitgenommen. Ach so. Bei Teddy, dann habe ich noch dieses Deko-Sand geholt. Das ist so ein. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann in der Kamera. Also so ein Blau-Grau. Nur 1,50 €. Kommen wir zu Kick. Nee. Bei Teddy habe ich dann noch so eine Bastelschere noch geholt. 75 Cent braucht man ja immer.
Dann war ich noch bei Kick gewesen, habe diese wunderschönen Sticker gesehen, gehabt in Pfötchenform. Kosten 1 Euro. Habe ich mir 3 Stück von mitgenommen. Ja. Dann zeige ich euch mal das, was ich von Hornbach mitgenommen habe. Das ist einmal diese Deko-Kunstblume. Das ist für ein Aquarium eigentlich. Aber man könnte ja ein bisschen was abschneiden, das vielleicht auch eingießen. Und einmal diese kleine habe ich mitgenommen. Kostenpunkt für beide jeweils 5,99 Euro. Kann man drüber streiten, ob man das teuer findet oder nicht. Jetzt habe ich hier noch Action. Da habe ich mir 2 von diesen hier mitgebracht. In der Farbe, so ein Rot- und Pinkton. Und dann noch eine in diesem Weiß-Grün. Dann habe ich mir noch ein Fotoalbum mitgebracht, so ein großes. Der kam jetzt 3,99 Euro. Das kann man immer schön basteln als ein Goodie-Album oder sowas. Dann lege ich auch mal eben hier zur Seite. Dann sind wieder Blöcke eingezogen. So, den hatte ich euch ja hier schon mal die Tage gezeigt gehabt. Den hatte ich mir jetzt noch mal mitgenommen. Ne, mit den Stanzteilen, die Schriftblätter. Da kann man jetzt gar nicht alles erkennen hier. Ne? So. Den brauche ich jetzt nicht noch mal komplett durchgehen. Dann habe ich mir 2 von diesem Block hier geholt. Ich glaube, die waren jetzt 1,99 Euro. Dann hier die ersten paar Seiten sind Stanzbilder. Ein bisschen hier zur Seite schieben alles. Also wir haben da richtig schöne Blöcke bei Action. Da muss man aber auch Glück haben, dass die was da vorrätig haben, bevor es alles weg ist. Und man hinterher steht da und man ist nicht zufrieden, weil man nichts kriegt. Der Traumfänger gefällt mir richtig gut hier. Und hier der große. Sehr schön. So, dann wieder diese Sprüche hier. Das Hintergrundpapier. Streifen ist auch sehr schön. Und dieses. Ganz auch süß mit dem Hasen im Korb da drin. Streifen so in grün. Das ist auch schön. Ja, dann wieder dieser eine Stickerbogen hier. Das war das von Action gewesen. Dann habe ich noch von einem kleinen Bastelshop auch noch was geholt. Nicht der günstigste, aber die haben echt schöne Sachen. Dann am anderen habe ich mir diese Perlen hier geholt. Diese jetzt in dieser Farbe, in diesem dunkelblau, die kamen jetzt 3,89 Euro. Also günstig sind die nicht, aber die Sachen sind da echt schön. Habe ich mir das nochmal so geholt. Dieser hier und der andere, den ich gleich zeigen werde, die waren günstiger. Um 1 Euro, die waren jetzt 2,39 Euro. Und dann nochmal in so einem Rot. Das sind 6 mm Perlen. Dann habe ich mir 3 Dosen Glitzer geholt. Und das ist so einem. Kann man das erkennen? Das ist jetzt so ein Blauton. Marineblau. Richtig schön. Die kamen jetzt auch
Ich glaube auch 3 Euro. Oder war das 2,99? Ja, irgendwie so um den Dreh rum. 2,99, 3,89 Euro, irgendwie sowas. Dann in so einem schönen Pink. Und einmal in so einem Grünton. So ein Grün-Türkis. Ja, das war mein Einkauf gewesen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter draußen. Lasst das nicht zu heiß angehen. Und bis demnächst.